Da hat wohl der ukrainische Geheimdienst die Krimbrücke durch eine Explosion stark beschädigt. Gaspipeline, Krimbrücke, Explosionen scheinen Hochkonjunktur zu haben. Und die Militärs aus dem Pentagon und der US-Präsident klopfen sich auf die Schenkel. Tolle Kerle, was die mit unserer Unterstützung an Zerstörung hinbekommen. Halt nur ein paar Tote und die absehbare Antwort aus Russland. Noch mehr Tote und große Teile der ukrainischen Stromversorgung sind zerstört oder schwer beschädigt. Das können Explosionen doch nicht wert sein. Die Zivilgesellschaft leidet wieder. Sind halt ein paar Kollateralschäden. Für mich ist das alles nicht Wagemut, sondern pure Dummheit.